So, dann haben die beiden Jungs natürlich auch einen dicken Applaus von Ihnen vom Deutschen Basketballbund, Wolfgang Grinczak und Bundestrainer Chris Nemming. So, ich bin von Sky Sport News HD aufgeregt angerufen worden heute Morgen. Punkt 1, ob ich nicht schon mal sagen könnte, spielt er oder spielt er nicht. Punkt 2, um wie viel Uhr wird er denn bekannt geben, ob er spielt oder nicht? Ich habe gesagt, in Richtung Matze Wieland von Sky Sport News HD, 11.30 Uhr, haben aber sensationell eingehalten. Ja. Also Dirk, es wird und wurde viel spekuliert. Sag uns einfach die Entscheidung, bist du in Berlin dabei bei der EM generell oder nicht? Generell oder wie? Nee, ich habe mich entschieden, in Berlin dabei zu sein. Ich habe jetzt hier den Monat Mai genutzt, ein bisschen Abstand zu gewinnen vom Sport. Viel Familienzeit zu genießen, natürlich mit meiner Frau mich beraten über die Entscheidung. Wir haben ja einen jungen Sohn jetzt, der ein bisschen über 2 Monate ist. Ich glaube, im Endeffekt, die Entscheidung ist dafür gefallen, dass es für mich ein super Abschluss wäre für meine internationale Karriere. Klar, wenn es nächstes Jahr wirklich was mit einem Olympischen Spiel wäre, dann kann man da nochmal diskutieren. Aber die EM im Heimatland ist eine Riesensache. Ich habe meine ganze Karriere, hatten wir nie ein Heimturnier und das bedeutet mir schon viel. Von daher wahrscheinlich für die Nationalmannschaft ein Glücksgriff, dass wir relativ früh verloren haben. Ich glaube, wenn wir bis Juni gespielt hätten, wäre die Entscheidung vielleicht anders ausgefallen. Aber so habe ich jetzt am Anfang im Sommer Zeit, ein bisschen abzuspannen und dann hoffentlich in Berlin topfit zu sein.